Die Maske schützt meine Identität. Sie sagen, woher? Ich sag sie ist Handy, von der Apotheke, ey. Das war gut. Oder? Hä? Leute, kennt ihr das? Ihr geht so in den Fahrstuhl und das riecht so richtig nach Hund. Auf jeden Fall wollte ich euch erstmal herzlich zu einem neuen Vlog begrüßen, Leute. Guckt euch mal diese cute Kette an. Mit der Tasche. Und den Schuhen. Ich bin schon wieder mal spät dran. Ihr werdet merken, das kommt so mit dem Erwachsenwerden. Irgendwie bin ich mittlerweile immer spät dran. Ich fahre schon mal nach unten, bevor ich gleich mit irgendeinem Nachbarn wieder nach oben fahre. Ich werde jetzt meine Freundin abholen. Also ihr lernt heute auch eine Freundin von mir kennen. Und dann wird es ganz lustig, Leute, weil mein Freund kann ja momentan nicht zum Friseur, wie wir alle. Und deswegen werde ich heute seine Haare machen. Ich war immer dabei, als die das bei ihm gemacht haben. Es ist nicht so schwer, also ja, Twists, die sind ja eigentlich nur so zusammengedreht. Ich glaube, das Schwierigste daran wird das Abteilen sein. Aber da ich ja so ein relativ gutes, ästhetisches Auge habe, denke ich mal, dass ich das hinkriegen werde. Wünscht mir Glück. Hey, meine Nachbarn, die sind immer so süß. Ich liebe die. Und ihr werdet auch gleich Scooby kennenlernen. Das ist ihr Hund. Ich werde jetzt einfach angezogen fahren. Eigentlich mag ich das überhaupt nicht. Ich fühle mich immer so zugequetscht. Ist schon kalt, ne? Mal gucken, wo wir Fotos machen. Ich habe schon gesagt... Oh ja, vielleicht können wir auch zu Starbucks. Leute, ich habe jetzt eine Kaffeemaschine. Es ist ja gerade Lockdown und so, damit ich das auch so lecker zu Hause trinken kann. Ich zeige euch die später oder beziehungsweise zeige euch die, wenn ich die benutze. Deswegen, ich wollte euch die jetzt eigentlich zeigen, aber kann ich noch nicht. Und ich rede auch wieder gerade richtig viel. Und ich war... Oh mein Gott! Achtung, wichtige Verkehrsmeldung. Wir haben hier gerade eine ganz wichtige andere Meldung und zwar meine weißen Zähne. Aber danke. Ich war letzte Woche beim Zahnarzt und habe eine Zahnreinigung machen lassen. Guckt euch heute an. Hier meine Zähne glänzen. Leute, ich merke gerade, dass bei Jinder vor der Haustür parken wird überhaupt nichts. Hier ist Stau ohne Ende, wo nie Stau ist. Also ich glaube, hier ist irgendwo ein Unfall. Oder vielleicht die Meldung, die ich vorher hatte wegen dem Falschfahrer. Kennt ihr diese Leute? Es ist rot, es ist Stau und die lassen dich trotzdem nicht rein, obwohl die gar keinen, die haben nichts zu verlieren. Es geht nicht schneller, ob du mich reinlässt oder nicht. Ich bin immer so, wenn es rot ist und jemand ist bei der Ausfahrt, bleibe ich stehen, damit der sich einordnen kann. So. Weil es ist doch eh gerade rot, ich kann doch eh gerade nirgendwo hin. Warum soll ich den nicht reinlassen? Ja, so entsteht auch der Stau. Weil Leute kein Auto fahren können und wollen sich selber denken. Hey Siri, hey Siri. Okay, cool, dann heute nicht. Hey Siri. Hm? Jinder, Lautsprecher anrufen. Ich rufe Jinder an. Dankeschön. Ich habe auf jeden Fall direkt einen Parkplatz gefunden in der Seitenstraße. Was für ein Glück ich habe. Sie wohnt im 800. Stockwerk, Leute. Ich muss jetzt einfach 10 Kilometer nach oben laufen. Das ist kein Spaß. Scooby! Hallo! Bist du alt und taub? Oh, was ist das denn? Guck mal in die Kamera. Scooby. Hi. Ist das Hunde-Yoga? Oh, das sieht ja so gemütlich aus. Oh, das sieht ja so gemütlich aus. Oh. Was ist los? Schläfst du auch den ganzen Tag? Okay. Okay. Ich wollte ja heute Lizzo seine Haare machen und wollte noch zum Afro-Shop, aber Jinder hat schon alles. Einmal so ein Gel und Haargummis. Klasse. Wirklich toll. Wow, das ist so nett von dir. Oder? Wirklich. Tolle Freunde habe ich. So. 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 Ich muss mich jetzt vorstellen. Ja. Was muss ich sagen? Wer du bist, wie du heißt, wo du wohnst, mit Adresse und Telefonnummer. Hi, ich bin Jinder. Ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne in Berlin und ich bin Sarahs Freundin. Ich glaube, das ist das Highlight meines Lebens. Ja, wow. Okay, und was ist jetzt the plan of the plans? The plan of the plans. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Wo? Wie wo? Wir holen uns was. Was denn? Starbucks. Ach, zu essen bei Starbucks. Mhm. Dachte halt vielleicht auch Bubble Tea? Okay. Also ich sag mal ehrlich. Sag richtig ehrlich. Sag mal ehrlich. Hier wird nicht gelogen. So, Jinder möchte nochmal was loswerden. Sie möchte korrigieren. Also du hast eben eine Lügengeschichte erzählt, genau. Habe ich gehört. Hi, ich bin Jinder. Ganz von vorne. Also ich bin 21 Jahre alt.
Und komme aus Berlin. Aber wo, was ist denn jetzt die Lüge? Die 27? Genau. Aber warum machst du das? Weil ich möchte immer älter wirken. Okay, also wir nehmen das jetzt einfach mal so an. Wann machen die Clubs wieder auf? 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 Wann? Wann? Was? Die Maske schützt meine Identität. Sie sagen, woher? Ich sag, sie ist Handy, von der Apotheke, ey. Das war gut. Oder? Hä? Ey, das regnet ja richtig doll, Leute. Wir sind jetzt vor dem Bubble Tea Laden. Hier. Super schöne View. Let's do this. Einen normalen Milchtee. Mit Soja, klein, mit Tapioca und ohne Zucker. Danke für euch. Dankeschön. Trinkst du das jetzt das erste Mal? Nee, zum zweiten Mal, glaube ich. Und? Ist ganz lecker. Ich bin auch gar nicht süchtig nach dem Getränk an sich, sondern Tapioca. Ich mag diese Teile da drin nicht. So lecker. Boah, nee. Deswegen habe ich diesen Hype und diese Bubble Teas nie verstanden. Aber als der Hype war, früher, ne? Als die überall Bubble Tea Läden eröffnet haben, mein Ex-Freund hatte auch einen Bubble Tea Laden am Hauptbahnhof. Da mochte ich kein Bubble Tea. Ich fand Tapioca so schrecklich, als der Hype war. Also ich fand das so, also ich habe Honigmelonentee getrunken, das mochte ich, aber ohne Tapioca. Und die haben alle Tapioca geliebt. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, das denn doch zu bestellen. Aber jetzt liebe ich das. Ich könnte niemals diese Perlen da drin trinken oder so. Litchi ist okay. Das sind Aloe Vera, glaube ich. Ja. Stückchen. Ja, Stückchen kann das ich essen, geht. Aber diese Perlen, die so aufploppen. Nee, das mag ich auch nicht. Und wo habe ich meine Haare gemacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach, gleich fällt mir noch mein Handy runter, ey. Oh, es ist so kalt. Ja, es ist echt kalt. Oh, das sieht echt gut aus. Ja. Nice, Leute, guckt. Very nice, hä? Das sieht super cool aus. Very ja, nice. I like. Also, was hast du an? Woher ist dein Body? Der Body ist von Zara. Ja. Die Hose ist von... Was hast du? Rebellious Fashion oder so? Schuhe sind von Nike. Von wo? Paul Valentine. Kenn ich nicht. Deine Kette? Keine Ahnung. Dein geschenkt. Weißes Oberteil? Ist von Pretty Little Thing. Mhm. Meine Haare sind von Mama. Oh. Wo fangen wir an? Oben. Okay, also meine Mütze ist von Gucci. Meine Jacke, die ist von Junkyard. Das ist einer meiner Lieblingsjacken. Ich finde, die sieht immer super nice aus. Vor allem auch mit einem Hoodies. Hoodie. Ja. Ja. Sehr schön. Der Hoodie, man mag es kaum glauben, der ist wieder von No Hugs, also von UFOs Marke. Mit Reißverschluss? Was? Das ist ein Reißverschluss? Achso, ja. Okay. Mhm. Meine Tasche. Von Jacquemus. Sehr schön. Voll süß. Ich habe lange überlegt, die mir zu kaufen und die war dann so weit runtergesetzt. Und passend dazu, guck mal. Cute. Cute, oder? Oberteil auch von Zara, das ist so ein Crop-Oberteil. Hose, fragen mich auch sehr viele, auch von Zara. Mit diesem Schlitz hier unten dran. Und ja, Schuhe hatte ich schon lange nicht mehr an. Von Balenciaga, die Triple S. Ich mag diesen... Diese pinken Details. Ja, oder? Ich liebe doch auch. Ich fühle mich voll klein, wenn du mich filmst. Okay, Leute. Wie ihr wisst, ich gucke, ich fotografiere. Ich bin allgemein die Beste. Dieser Wind, ne? Amazing. Wow. Ja, genau. Ja. Okay. 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 Das war da drinnen? Ich habe perfekt. Hier, nimm den Key. Nimm den Key. Und denk dir, es wäre dein Auto. Alles, was dein ist, gehört doch mir. Also einfach mein. So machen wir jetzt. So, genau. Genau so. Bubble Tea! Hä, ich habe voll viel schon getrunken. Ich glaube, ich habe meinen schon ausgetrunken. Aber auch ohne Ausschütten heute. Letztens, Leute, ich habe einfach einen Boomerang gemacht.
Und der ganze Bubble Tea ist mir während des Bubas. Tut mir leid, dass ich dich jetzt gerade unterbreche, aber. Da steht Fox. Willkommen, Fox. Ja, das zeigt dir. Also, das ist ja wohl das Mindeste, dass mein Auto mir Hallo sagt, oder? Safe. Sag doch. Bist du auf Parkmodus hier? Ja. Ich fühle mich wie ein Fahrschullehrer gerade. Bremse! Was ist los mit ihr? Okay, kennst du nicht diese Fahrlehrer, die einfach reindingsen, obwohl gar nichts ist, in die Bremse und du denkst dir was? Oder dir ins Lenkrad greifen? Das kann ich ja überhaupt nicht leiden. Ich würde jetzt einfach Richtung Kreuzberg fahren. Okay, fahr Richtung Kreuzberg. Ich mag nur Beatty. Also diese Fleisch und Brot. Aber Angora hat das beste Bild. Ich habe es zwar noch nirgendwo anders gegessen. Kann man bei denen nicht abholen? Nee, die haben zu, die bauen um. Die haben ihre Zeit wahrlich toll genutzt. Wir haben sehr, sehr cute Bilder von Jindawi gemacht. Das wird natürlich mal wieder nicht scharf hier. Und dann, damn, wow. Ich lasse mich da auch gar nicht stören. Ich laufe auch einfach weiter. Paparazzi, kein Problem. Toll. Fantastisch. Werdet ihr dann auf meinem Instagram-Account sehen, sarah.fox, folgt mir dort gerne. Das habe ich gut eingefädelt, diese Werbung. Du bist die Erste, die hier mein Auto fahren darf. Jinder. So mich da. Jinder. Jinder? Aber Jinder ist falsch. Echt? Ja. Eigentlich, du kannst mich gerne so nennen, also ein kurdischer Name. Kannst du bitte einmal meinen Namen richtig aussprechen, wie man meinen Namen im Kurdischen ausspricht? Jinder. Jinder. Nochmal? Jin heißt Leben. Jin. Okay. Da heißt gibt. Leben gibt. Das ist eine schöne Bedeutung. Ja, also willst du wissen, was mein Name bedeutet? Erzähl mal, komm. Also das würde gar keiner glauben, wenn er mich treffen würde. Auf jeden Fall heißt mein Name die Herrscherin. Wirklich? Passt zu dir. Warum? Erklär mal. Du bist, Warum setzt du jetzt die Maske auf? Schäm dich nicht, beleidige mich ruhig. Kein Problem. Du wirkst zwar nicht so, aber ich glaube, wenn ich dich jetzt falsch einschätze, kannst du mich gerne unterbrechen. Du hast schon so eine dominante Art an dir. Hast du noch was Nettes über mich zu sagen? Ich mag dich. Aber danke, ich mag dich. Was? Habt ihr das ausgesucht und eingestellt? Ja. Guck mal, auch mit diesen einen Ohrringen auf einer Seite. Genau. Do it for the gram. Mmm. So delicious. Wie sprichst du ihren Namen aus? Jinder. Wie? Jinder. 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 Ja. Ja, guck. Wie denn? Warum das los? Voll viele sprechen meinen Namen Jinder aus. Ja. Ja, weil man bei einem J einfach von so einem J ausgeht, weißt du nicht? Von so einem J. Ich kann mich jedem erklären, wie ich heiße, weißt du? Sollen die mich doch so nennen, wie sie wollen? Eben. Scheiß drauf. Jinder. Oh Leute, ich sehe so fertig aus. Ich wollte nur einmal kurz den Tag beenden mit euch. Offiziell, das vergesse ich ja immer sowas. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe meine Tage bekommen und mir geht's richtig schlecht. Ich bin erstmal eben duschen gewesen, also mich abduschen, weil mir so kalt war. Ich habe so gefroren und da hilft dann auch keine Wärmflasche. Ich muss mich dann einmal kurz abduschen, so richtig heiß, damit mein ganzer Körper so wieder warm ist und dann direkt unter die Decke. Deswegen sag ich Peace out. Ach so, ich habe Lissos Haare heute natürlich nicht mehr gemacht. Mache ich das dann, wenn morgen mit seinen Haaren. Ich habe sehr viel heute nicht geschafft, aber egal. Ist nicht schlimm. Trotzdem hatte ich einen schönen Tag mit meiner Freundin. Und ja, wir sehen uns.